Hallo, hier ist Rolf von Tesla Owners US und heute geht es um Abhängigkeiten und wie Firmen ganz geschickt Abhängigkeiten aufbauen. Und es geht um das hier und auch den Hintergrund wird er das wahrscheinlich sehen, wenn ich es hinkriege, das zu machen. Und zwar, das ist ein Produkt hier und das habe ich mir etwas anders einfallen lassen oder andere Leute natürlich auch. Und warum es darum im Genauen geht, kommt nach dem Intro. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Hallo, da sind wir und jetzt kommt der Trick. Und zwar, es geht darum, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Und zwar die erste Abhängigkeit, die mir diese Firma, die heißt SodaStream, die mir die gemacht hat, ist, dass ich immer wieder denen ihre Flaschen kaufen will, wenn ich Kohlensäure, CO2, in meinem Getränk haben möchte. Hier ist noch ein bisschen Gas war noch drin, ne? So, und da kommt flüssiges CO2 rein und das wird dann gasförmig bei einer bestimmten Temperatur. Aber so ein Gas kostet wirklich nicht viel. Genauso wie bei den Raketen von Elon Musk. Das meiste, was am meisten kostet, sind eigentlich die Raketen und nicht der Treibstoff dazu. Der Treibstoff kann nämlich immer wieder aufgefüllt werden. So, und da haben sich clevere Leute im Internet was einfallen lassen. Und zwar erstmal der Verschluss hier. Der verdammte Verschluss, der ist ganz speziell. Und das Ventil hier drauf ist auch ganz speziell. Nicht, dass es so ganz einfach aus CO2 nach deutschem Standard ist, dass du das wieder auffüllen könntest. Nee. So geht das nicht. Dann muss man natürlich aufpassen, das CO2 habe ich diese Behälter habe ich in den Tiefkühlschrank gelegt. Und da sind so minus 18 Grad Zucker drin, damit das Gas, wenn es flüssig ist, sich nicht gleich wieder, oder das flüssige CO2 oder Kohlensäure, sich nicht gleich wieder vergasförmigt. Und dann passt ja nämlich hier gar nichts mehr rein. Und das ist so ein Teil, da wird das Gas flüssig reingelassen. Also das geht von unten hoch. Und dann hier haben so ein paar clevere Leute so ein Spezialventil gemacht. Hier ist so ein Druckmesser drauf, also wie viel Druck da drauf ist. So, und was man damit jetzt machen muss, ist, erstmal wollen wir dieses Ventil schließen. Hier sind so zwei Ventile dran. Ein Ventil nach außen und ein Ventil für die Leitung hier und ein Ventil von hinten, von der Gasflasche. Vorsicht hier mit CO2. CO2 verdrängt, setzt sich zwar nach unten, weil es schwerer ist als Luft, aber es verdrängt Luft. Und es gibt sogar Gebäude, die mit CO2 gesichert werden, aber da muss man ganz stark drauf achten, weil wenn da Feueralarm ist, dann muss man sofort raus, die gehen nämlich die Türen zu, dann wird CO2-Gas eingelassen und das erlischt das Feuer, aber dann könnt ihr auch nicht atmen. Also vorsichtig sein damit. So, und jetzt steht hier die Füllstoffanzeige und dann kann man das Ventil mit dieser Verschraubung runterdrehen. Ganz einfach. Und dann muss man ganz vorsichtig erstmal das hier aufschrauben sowieso und ganz vorsichtig den Gashahn anmachen. Weiß ich nicht, ob ihr das hören könnt. Ja, weil das geht auch so weit, wenn man da zu viel Druck drauf lässt, dann schließt das Ventil sofort. Und das Ventil sollte ja nicht schließen, weil man möchte ja hier noch was einfüllen. So fülle ich meine Gasflaschen wieder auf für Pfennige. Und zwar, das kann man beim Gashandel kaufen, CO2. Da gibt es natürlich auch verschiedene Qualitäten davon. Da kann man auch Lebensmittelqualität haben von den Flaschen. Aber das haben wir beim Gashandel gekauft. Und die ganze Flasche kostet $120. Eine wieder auffüllbare Flasche hiervon kostet, ich glaube, $30. Ich habe das Ding aber schon seit über einem Jahr oder so. Und jetzt kommt es in den grünen Bereich rein. Ja, das Ding steht auch schon ein bisschen länger hier. Und gut, dann muss man den Zwischendruck rauslassen
Also ich drehe mal das Ventil hier wieder zu. Hier. Dann mache ich das Ventil hier zu, indem ich das hier aufschraube. Da ist ja so ein Druckventil drauf. So, und dann müsste ich das CO2 wieder rauslassen. Warum habe ich hier Handschuhe an? Die Dinger sind kalt, die Flaschen. Und da kommt ja auch kaltes Gas durch. So, und dann muss man hier, damit man die Zwischenleitung hiervon leer bekommt, aufmachen, damit da kein Druck mehr drauf ist. Jetzt hört man hier CO2 gleich rauskommen, aber nur in dem Zwischenbereich. Ja, das mögen meine Hunde nicht. Die bellen dann. Ja, das war's. Das ist draußen. So, und jetzt kann ich die Flasche wieder abschrauben. Und jetzt habe ich eine gefüllte CO2-Flasche. Und SodaStream macht mich nicht abhängig, sondern ich habe eine Alternativlösung gefunden. Ich fülle meine Flaschen dann alleine auf wieder. Diese drei Flaschen, die halten so schon 2-3 Monate. Und diese große Flasche hier, das ist so ein Riesenteil. Zeige ich euch mal. Das Ding, da ist noch reichlich drin. Wirklich, da ist noch reichlich drin. Aber das wollte ich mal zeigen. Es gibt viele Firmen, ob das nun euer Telefon ist, euer Handy ist oder andere Firmen, die ich euch gerne in Abhängigkeit bringen möchte. Die größte Abhängigkeit ist zum Beispiel Benzin. Und zwar, wenn ihr mal ein Auto gekauft habt und ihr braucht das zur Arbeit zu fahren, hin und zurück, müsst ihr immer wieder Benzin tanken oder nachtanken, sonst fährt ihr das Auto nicht. Da gibt es eine ganz einfache Lösung. Da wisst ihr bestimmt schon, was das ist. Solarpanels aufs Dach machen und selber tanken von der Sonne. Und zwar, damit eure, wenn ihr euch ein Elektroauto anschafft, dann packt ihr das ins Elektroauto rein oder könnt es im Haus benutzen oder in Batterien für später in der Nacht. Egal, es gibt auch ein paar Fahrzeuge schon, die als eine Batterie fungieren. Zum Beispiel Lucid ist einer mit dem Charger. Da könnt ihr die 120 oder 140 Kilowatt, was in dem Lucid drin sind, die könnt ihr als Charger wieder benutzen. Finde ich ja natürlich, also euer Haus zu laden oder mit dem Fahrzeug fahren. Aber Abhängigkeiten vermindern oder Abhängigkeiten abschaffen. Das ist eine Möglichkeit. Das war ein gutes Beispiel davon. Das wollte ich nur sagen. Mal ein anderes Thema, fand ich aber auch ganz interessant. Also Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.